vielleicht auch später. Es gibt ja die Möglichkeit, die Folgen auch später zu gucken. Gibt ja keinen Zwang mehr. So. Ich glaube, wir machen mal jetzt von hinten noch das gleich. Ah, ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler drin. Verdammt. Verdammt, da habe ich einen Fehler gemacht. Gut, dass es mir noch aufgefallen ist. So. Ja, dann haben wir die ganze Wand natürlich einen zu weit nach vorne gesetzt. Das heißt, wir müssen noch einen weiter nach hinten. Och, nö. Gut, dass ich jetzt noch nicht alles ausgebaut habe, sonst hätte ich jetzt leichten Frust. Mann. Ja gut, wie gesagt, lässt sich nicht verhindern. Die meisten Fehler so in der Bauweise fallen einem aber immer auf. Die fallen immer auf. Und das ist eigentlich auch gut so. Weil egal wie man baut, wenn man wirklich immer symmetrisch baut, dann fällt einem früher oder später der Fehler auf. Spätestens, also bei mir ist es meistens so, wenn man Glowstone setzt, dann weißt du ganz genau, wenn der nicht genau passt, dann hast du einen Fehler gemacht. Und dann hast du verkackt. Für immer und ewig hast du verkackt. So, dann machen wir jetzt Erde rein. So, jetzt aber hier kommt jetzt Holz. Hallo? So nicht. So, hier kommt Holz rein. Hier kommt auch Holz rein. Autsch. So, dann kommt das hier so. Dann kommt das hier wieder weg. Nein, kommt's gar nicht. Verdammt. Hier kommt Erde rein und dann geht's ja hier um die Ecke. So. So. Und so. Mit dicker Surfermucke. Sehr gut. So gefällt mir das. Und dann kommen hier die... Ach ja, Baumstämme haben wir hier unten nochmal. So. Dann kommen hier die Baumstämme hin. Dann kommt hier wieder Stein rein. Oh, das kommt. Nein. Da müssen wir echt gucken, dass wir hier nicht dann irgendwo draußen wieder rauskommen. Das muss genau passen. So. Und so und so. Genau. Und dann haben wir das hier auch 3, 3, 3, 3, 3. Alles klar. Hier geht es dann rein. Gut, dann machen wir jetzt auf der anderen Seite das gleiche Spiel nochmal. Warum rennst du nicht? Typ. 1, 2, 3. So. Und so, dann kommt hier wieder Holz rein. Das Gute ist ja, wir können ja die zweite Etage dann so hoch machen, wie wir wollen. Und so groß und so breit. Und so lang und so tief und so komisch. Und alles sowieso alles ein bisschen sehr mysteriös hier so. Und ich habe mir so überlegt, das ist ja nun die letzte Aufnahme in diesem Jahr. Und vielleicht, muss ich mal gucken, je nachdem, wenn ich jetzt hier nicht völlig gefrustet durch einen Creeper wieder gesprengt werde, vielleicht mache ich die Folge jetzt einfach mal ein bisschen länger. Weil ich es kann. Oh, kriegt man schon wieder direkt Paras. Unglaublich. Es hat sich gerade wirklich angehört wie so ein Creeper. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Lied lag. Aber man wird einfach paranoid irgendwann nach einer Weile. Aber warum müssen Creeper auch immer explodieren? Und dann gleich so viel kaputt machen. Ich meine, Explosionen wirken sich ja immer anders aus. Wenn sie auf Steine explodieren, das ist, glaube ich, ein Feld von 3x3. Und wenn sie aber auf Erde explodieren, dann gibt es ein riesen Loch. Genauso wie bei Kies und Sand. Das war eine Schaufel. Aber wir haben ja noch welche. Notfalls sind wir hier auch direkt an der Quelle. Haben wir also alles da. So, hier der Stein muss raus. So, das kommt alles weg. Hier kommt Stein rein, also die Steinziegel. Und dann geht das quasi... Ah, hier müssen wir nochmal einen rein, glaube ich. Ja, müssen wir. Aber... Das ist alles nicht so problematisch. Ah ja, nee, ist richtig, alles klar. Dann wird da die Wand reingesetzt. So.
Wir sind jetzt hier immer noch im Kellergeschoss, das sollte ich auch dazu sagen. So. Und so, und dann haben wir keine Steinziegel mehr bei. Sehr schön. Und hier haben wir nochmal einen Song aus der YouTube Audio Library. Ja, ich glaube, die Musik mag ich. Und da rennt ein Skelett rum. Ich habe es genau gesehen. So, und bloß nicht zu nahe kommen. Kriege ich hier noch Plack. So, den Stimmen. Na, mein Freund der Sonne. Ja, genau. Kannst du nicht mal die Tür nehmen, wie alle anderen auch? So, die EP nehmen wir natürlich noch mit. Und vielleicht auch den Pfeil. Davon haben wir ja noch nicht so viele. Aber den packen wir trotzdem erstmal rein. Wir brauchen ihn ja so gesehen nicht. Es ist, glaube ich, gerade ein bisschen gefährlich, sich hier aufzuhalten. Vielleicht machen wir das Ganze auch mal ein bisschen. Das war die Spitzhacke, verdammt. Okay. Wir müssen eine neue Spitzhacke Hacke machen. So. Schaufel. Wir brauchen ein bisschen Eisen. Wir kommen jetzt nicht an die Werkbank da hinten ran, weil dann sind wir wieder im Target vor dem Skelett. Und das möchte ich nicht. Wieso rennen wir eigentlich hier mit dem Holzschwert rum? Guck mal, das können wir noch locker tauschen. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine zweite Kiste. Hier ist ja schon wieder alles voll. Alles voll. Also soweit ist jetzt hier, glaube ich, erstmal alles safe. Ach, notfalls brauchen wir das Skelett weg. So, Sticks. So, dann haben wir hier unsere Spitzhacke und dann machen wir hier noch eine Spitzhacke. Das Eisen kommt hier wieder nicht rein, weil wir keinen Platz haben. Oh. Dann machen wir das so. Die Werkbank kann hier rein und dann können wir ja daraus ein Holzschwert machen. Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal so. Oh. Was war das? Das war jetzt aber ein komischer Creeper. Krass. Der hat uns auch hier mal ebenso alles weggerissen. Sehr schön. Ey, habe ich schon gesagt, dass ich diese Creeper hasse? Die gehen mir voll auf den Senkel. Boah, alles kaputt gemacht hier. Wie ich sie hasse, Drecksviecher. Warum ist hier offen? Hier muss Erde rein. Erstmal. Hier kommen sie auf jeden Fall runter, das ist ja natürlich immer nicht so schön. Hier können wir wieder Holz drin machen. Dann können wir hier mal so ein... Machen wir hier jetzt sozusagen unseren Schlafbereich. Vorübergehend natürlich. Das wird dann alles später noch ein bisschen umgesetzt, umgebaut. Da wird dann ein richtiges Schlafzimmer draus gemacht. Also nicht hier, nicht und... Nein, hier wollte ich das doch gar nicht. Ich wollte hier ausbauen. Egal, machen wir das jetzt riesengroß hier. Das Loch wollen wir... Was ist das schon wieder für ein Lied? Genau. Ja komm, wir machen das ein bisschen größer hier. Dann ist das hier unser kleiner Rückzugsort. So. Und dann setzen wir hier, genau, setzen wir hier unser Bett rein. So. Dann können wir hier auch eine Tür reinsetzen. Naja, gut, vielleicht ein bisschen anders. Es muss ja alles erstmal nur so, kann ja erstmal nur rein provisorisch sein. Alter, was ist denn hier los? So. Dann können wir hier auch nochmal ein paar Fackeln setzen. Ist jetzt natürlich alles total unsymmetrisch hier, aber gut, das soll es. So. Dann setzen wir hier auch die Werkbank, die wir jetzt weggemacht haben. Verdammt. Nein. Oh.
Erstmal Verwirrung stiften hier. Ah gut, wir können ja auch erstmal schlafen gehen. So. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen einfacher. Sage ich mal jetzt also. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, wir können uns denn eine Werkbank da hinsetzen. Guck mal, wie der brennt. Haha. Na komm her. Tschüss. So, dann haben wir den. Und dann brennen natürlich alle Zombies. Das ist sehr gut. So. Und dann müssen wir mal kurz überlegen. Wie machen wir das denn jetzt hier am dümmsten? Achso, wir brauchten ja Steinziegel. Steinziegel. Oh. Was ist denn hier los? Nicht mehr nett oder was? Es ist tagsüber, du darfst mich nicht angreifen. Steht so im Drehbuch. Tu mir nichts. Ich hab dir auch nichts getan. So, und dann drüben hatten wir das 2, ne? Das heißt hier auch nochmal 3. So und so. Und so und so. Da oben kann er dann wieder Holz rein. So. Jetzt wird ja dann eh die Decke. Und dann haben wir hier so einen kleinen Gang. Und ich glaube, wir können sogar noch einen da hinsetzen. Weil das ist sonst viel zu groß. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass hier dann ja der Durchgang hinkommt. Habe ich natürlich unseren Ausgang ein bisschen zugemacht. Aber es ist alles halb so wild. So. Dann machen wir das hier und dann machen wir hier vielleicht auch nochmal das gleiche. Also nicht nur vielleicht, wir machen das gleiche hier. Das heißt, hier kommt ja alles raus. Ey, wir haben so viel Erde und so viel Stein dann am Ende. Also wenn es an etwas nicht mangelt, dann ist es Erde und Stein. So, und dann haben wir hier, genau, dann kommen wir hier rein, das ist quasi, ach, ich habe schon ja quasi gesagt. Dann haben wir hier genug Platz. So, hier haben wir keine Kohle mehr, wir haben jetzt gar, doch, wir haben noch Kohle, gut. Machen wir die erstmal hier rein. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Cobblestone rein, hier brauchen wir auch nochmal Kohle. Komm, wir hauen jetzt hier alles rein. Fackeln haben wir ja erstmal. Und das war's mit Kabel. Okay. Nehme ich jetzt so hin? Nehme ich zur Kenntnis? Okay. Gut. Natürlich auch schlau, dass wir jetzt das ganze Holz so mitschleppen, was wir haben. So, mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir müssen auch noch Sand farmen. Farmen. Sand. So. Okay, wir machen dann erstmal hier weiter, kümmern uns dann ein bisschen um die Decke, damit das auch schon mal ein bisschen schöner aussieht. Dann haben wir hier den kleinen Gang. So. So, so, so. Und so. Und das wird dann am Ende auf jeden Fall sehr geil aussehen, denke ich. Denke ich. Hoffe ich. Ich hoffe es. Wir werden sehen, wie es dann am Ende aussieht. Wo ist denn die scheiß Spinne? Ich mag keine Spinnen. Aber Spinnen sind okay. Die lassen uns ja tagsüber in Frieden. Hoffe ich. Nicht so wie die letzte Kamikaze-Spinne. So. Dann haben wir das hier auch. Dann können wir hier die Holz. Ja, paar. Also wir haben genug Holz erstmal. Das müsste reichen. Dann können wir hier das ganze Holz mal setzen und dann haben wir hier unten schon mal unseren ersten Gang. Da ist die Spinne. Wo wir denn unsere Ruhe haben. So, 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 so. Und dann ist hier dicht. Und dann wird alles gut. Und dann können wir hier. Ja, hier müssen wir ein ganz schönes Stück raussetzen. Ich guck mal, haben wir jetzt noch? Nein. 1, 2, 3 hier. Bis hier geht es, würde das gehen. 1, 2, 3. Und dann würde es bis hier gehen. Dann hätten wir einen Durchgang von 4.
Und ein Durchgang von 4 würde bedeuten, dass wir eine Doppeltür reinsetzen könnten. Vielleicht. Aber da müssen wir mal dann schauen, wie wir das am besten machen. Gut, das war jetzt nur erstmal eine kleine... Wir müssen dann sowieso, also es wird ja ein riesengroßer Raum. Hier wird dann unser Lager drinne sein. Da ist unser Schlafzimmer erstmal. Wie gesagt, alles erstmal. Dann können wir hier noch ein paar Fackeln setzen, damit das Ganze ein bisschen hell und freundlicher wird. Ach, die Fackeln hat er ja auch weggerissen, der Creeper-Mann. So, wie passt denn das denn überhaupt? Sagen wir mal, wir machen hier Glowstone rein. 1, 2, 3. Ja, perfekt. Perfekt kann man das nennen. Ein Wunderwerk der Baukunst. Ne, Quatsch. So, mal schauen auf jeden Fall hier, wie wir das jetzt am besten machen. Und ich sehe schon, ja, ich bekomme Hunger. So. Also es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir das Lager bauen, weil unser Kistchen ist voll. Aber wir können theoretisch nochmal eine zweite bauen. Machen wir auch mal. So. Dann setzen wir mal die Kiste einfach mal hier so hin. Hier in die Ecke. Da kommt ja dann eh nur Deko-Kram mit. Und ihr seht es auch, fällt mir jetzt gerade erst auf, kaum ist Weihnachten vorbei, sehen die Kisten auch wieder normal aus. Und ich habe da nichts eingestellt. Das muss ja echt dann... Quatsch, das brauchen wir nicht hier. Stein, Stein. Hier können wir das bisschen Holz reinmachen. Bisschen Erde. Also es muss wirklich tatsächlich an Minecraft liegen. Finde ich an sich eine coole Idee. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Was wollte ich denn jetzt hier noch reinpacken? Das war's. Das war's. Okay. Gut. Sehr schön. Theoretisch müssen wir jetzt hier den Boden noch rausreißen. Aber das machen wir alles später. Gut, ich würde sagen, wir bauen jetzt hier unseren Raum. Und der wird riesengroß. Was eigentlich? Nee, das ist Blödsinn. Ah. Das ist der Blödsinn. Das brauchen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die zweite Etage. So. Dann müssen wir nämlich... Hier ist dann der Boden. Das heißt, hier kommen dann wieder die Fenster so hin. Hier so. Genau. Nein. Der war falsch. 1, 2, 3. Genau. Und dann können wir das hier so machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wenn ich jetzt wirklich das alles richtig gemacht habe, dann müsste das genau aufgehen. Was ich nicht glaube, weil ich ja nun mal eine Orientierung habe wie eine Bockwurst. Aber gut, schauen wir mal. So. Die Spinne macht mich nervös. Sobald es dunkel wird, greift die mich bestimmt an. So, Level 25. Yay. 1, 2, 3. Und geht genau auf. Sehr schön. Dann habe ich ja doch noch was richtig gemacht. Und dann habe ich gleich schon wieder den nächsten Fehler gemacht hier. Mann. Genau, das ist nämlich wieder der Fehler, weil ich will ja nicht, dass das alles so gleich aussieht. Da müssen Variationen rein. Haben wir noch Holztreppen? Haben wir überhaupt Holztreppen jemals gemacht? Ich glaube nicht. Haben wir Holztreppen gemacht? Nö. In der Kiste haben wir schon auch keine. Holztreppen? Nö. Okay, dann müssen wir jetzt mal einen Stack verbraten. Nein. So. So. Und so. Dann können wir hier mal die Knochen reinmachen und die Fäden. Und dadurch, dass es ja jetzt mehr Holzsorten gibt, wird das Lager natürlich auch ein bisschen größer, weil wir jetzt neue Kisten brauchen für zwei neue Holzsorten, nämlich das Akazienholz und dann ist das... Gott, wie hieß das andere? Schwarzeichenholz oder so? Was wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen haben.
Was ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht gesehen habe. Aber es ist halt neu. Ist halt so. So, jedenfalls kommt dann hier. Ist natürlich cool, dann können wir uns hier die ganzen Baumstämme sparen. Das finde ich gut. Nein. So. Oh, die Treppen werden ja mal so gar nicht reichen. Das ist natürlich auch sehr schön. Aber es wird dunkel, dann können wir sowieso jetzt gleich mal pennen gehen. Aber vorher machen wir uns nochmal noch ein paar Treppen mehr. Scheiße, ey, wir haben ein Holz verbraucht. Das ist nicht mehr feierlich, Leute. So. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal pennen. In unserem kleinen Bunker hier. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Erstmal pennen gehen. Sehr schön. So, und dann ist die Folge ja quasi schon ja fast rum. Aber ich habe ja gesagt, wir machen die ein bisschen länger. Aber auch nur ein bisschen. Schauen wir mal. So, wir müssen jetzt sowieso um das ganze Holz erstmal wieder raussammeln. Toll. Haben wir Erde bei? 6 Stück. Dann werden wir mal lieber noch ein bisschen Erde mitnehmen. So werden wir die dann wieder los. Ein Stack Erde wird ja jetzt wohl reichen. Bitte. So, okay, gut. Theoretisch können wir die Erde, das Holz dann da auch rausnehmen. Das ist gut. Dann haben wir gleich nochmal ein bisschen Holz mehr für uns. Weil wir müssen ja hier wirklich nicht so verschwenderisch umgehen. Gerade bei Holz, wo wir ja so viel von brauchen werden hier. Ihr müsst euch ja, müsst auch mal bedenken, das was jetzt bis jetzt so gebaut wurde, war jetzt gerade mal so ein kleiner Gang im untersten Geschoss, dem Kellergeschoss. Und dann gibt's aber noch, also der Plan war jetzt, dass wir noch mindestens 2 Etagen mehr bauen. So, jetzt bauen wir die Erde. Erde. Und noch die andere Erde. So. Das war zu viel. So, und dann kommt hier nochmal sowas drauf. Und dann können wir das dazwischen auch nochmal alles mit Erde ausfüllen. Dann haben wir hier richtig viel Platz. Und dann müssen wir mal gucken, wie groß wir das überhaupt machen wollen. Nein. So. Hätten wir ruhig noch mal ein bisschen Erde, mehr Erde mitnehmen können. Das werden wir auch mal tun. So. Nehmen wir hier mal richtig Fülle Erde mit. Und dann können wir hier quasi jetzt alles. Ich habe schon wieder quasi gesagt. Dann können wir hier nochmal alles ausfüllen mit Erde. Und dann bauen wir da drauf die nächste Etage. Soweit zur Theorie. Ich weiß auch noch gar nicht, wie genau wir das dann machen. Ich bin da gerade noch ein bisschen planlos, weil das weicht jetzt so total von der Kopie ab, was ich hier vorhabe. Aber dafür wird es dann bestimmt auch sehr hübsch. Ach, hier war ja das Ding, genau. So. Das hier wird dann alles mit Erde aufgefüllt. Wir müssen auch mal gucken, wie wir dann die Aufgänge machen. Da sollen ja natürlich Treppen rein, man soll ja die anderen Etagen auch erreichen können. Das wäre schon schön. Würde ich persönlich begrüßen. So. So viel Erde. Oh, schon wieder ein Stack Erde weg. Gut, so werden wir unsere Erde auf jeden Fall wieder los. Ist ja hier auf und ab. Und wieso lebt denn da ein Zombie noch? Der Tag ist ja schon wieder fast rum. Wo kam der denn jetzt her? Na, ob er bis zu mir kommt?
Schade. Da habe ich gefehlt. Aber ist egal. Der war ja nun eh schon dem Tode geweiht. So. So, dann ist hier alles dicht mit Erde. Alles dicht mit Erde. Alles dicht mit Erde. Und dann geht das hier weiter. Ja. Genau. Hier geht es dann weiter mit den Baumstämmen. 1, 2, 3, 4. Outs. Outs. Outs hat mir gefallen. Outs ist cool. Aber wir haben noch kaum noch Treppen. Dann können wir da auch nochmal welche machen. So. Haben wir denn noch? Wir haben ja von den Steinziegeln haben wir ja genug. Nur Treppen halt nicht. So. Ich glaube, so viele brauchen wir von denen ja auch jetzt erstmal gar nicht. Oh, ich habe schon wieder übelst Hunger. Nehmen wir, glaube ich, mal noch ein bisschen was zu essen mit. Wir können ja mal die Äpfel jetzt alle versemmeln. So. Und dann müssen wir uns auch was überlegen hier für die Seite. Da das Ganze ja dann hier auch nochmal eins in die Breite gehen wird, könnten wir hier dann auch nochmal mit Erde auffüllen. Aber gut, das alles zu seiner Zeit. Nein. So. Und dann so. Ich hoffe mal, das ist jetzt alles richtig, aber das werden wir ja sehen spätestens. Ma. Spätestens am Ende werden wir ja sehen, ob es denn aufgeht oder nicht. Ja, geht auf. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alles klar, passt. 1, 2, 3, 4. Und da ist schon wieder ein Fehler drin. Das gibt's doch nicht. Ja, wenn wir das jetzt so bauen, dann hat sich diese ganze Erdschicht hier, die wir gerade gesetzt haben, erledigt. Gucken wir uns das mal von Weitem an. Vorher nehmen wir mal noch die Treppe mit. So gesehen. Boah. Auch von da unten. Der ist frech. So, mal hier. Schön. Wir haben noch nach einer Höhle gesucht, wie so eine Irren. Sehr schön. Ja, okay, müssen wir mal gucken, auf jeden Fall. Ja, so an sich passt das jetzt. Aber ich glaube, wir müssen halt wirklich die ganze Erdschicht dann oben wieder wegreißen. Weil das schon die Höhe von den Fußboden ist. Ja, hier kommt dann der Fußboden rein. Na toll. Na gut. Wir sind ja alle keine Profis, ne? Also ich nicht, ihr vielleicht schon. Fehler kann mal einem passieren. Aber vielleicht kann man das auch ganz anders machen. Indem wir jetzt hier statt den Treppen quasi, mal, ich hab schon mir gesagt, sowas hinmachen, würde das aussehen und dann kommen die Treppen hier oben drauf. Ja, das ist schwierig, das ist schwierig. Ich meine, man kann ja dann hier auch nochmal Baumstämme setzen, notfalls. So. Sieht das aus? Nee. Sieht nicht aus. Sieht dann alles so gleich aus und das wäre nicht so schön. Aber mir gehen ja die Ideen nicht so schnell aus. Ein bisschen haben wir noch. Gib mir mein Holz wieder. Können es auch so machen. Sieht auch kacke aus. Ja, okay. Müssen wir mal schauen. Notfalls reißen wir das hier alles wieder weg. Ist ja kein Problem. Dann haben wir halt die Erde so umsonst gesetzt. So.
Okay, die Treppen kommen dann weg. Und dann... Ach Quatsch, nee, die Treppen lassen wir so. Idiot! Mann, einmal mit Profis. Ja, einmal mit Profis. Ma. So, genau. So, werden wir mal unsere Fails hier beseitigen. So. Und dann kommt hier wieder so der Stein hin. Und theoretisch haben wir jetzt noch ein bisschen Erde, haben wir. Wird das Ganze ja hier ein bisschen breiter. So. Der war zu viel. Dann kommt die Erde hier hin. Und dann... Ja, wir brauchen noch mehr Erde. Wir haben so viel Erde, aber langsam braucht die sich doch tatsächlich auf. Also ich bin positiv überrascht. So. Die Erde setzen wir dann hier so hin. So, es reicht ja erstmal. Soweit müssen wir das gar nicht machen. Hier wird das Ganze dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen breiter. So. 1, 2, 3, 4. Dann kommen hier auch noch mal die Treppen in. Und dann müssten wir die unteren Treppen noch mal ein bisschen erweitern. So, die gehen dann bloß bis hier in die Wand. Was ja dann wahrscheinlich auch noch mal verkleidet wird. Weiß nicht, vielleicht ziehen wir dann hier auch noch mal so eine Wand hin aus Steinziegeln. Auf jeden Fall müssen wir es so machen, dass es dann passt. Aber das finden wir, kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem, Mensch. Machen wir es mal so. Genau. Und dann kommen die hier hin. So. Und so. Und so. Dann setzen wir die hier hoch. Na? Oh. Danke. Arschkeks. Danke. Danke. Genau das war der Plan. Ich wollte nämlich alles wieder wegreißen, weil mir das überhaupt nicht gefällt. Boah, dieser Kack-Creeper. Früher haben die ja Bumm gemacht und jetzt machen die nur noch Bumm. Habe ich das Gefühl. Drecksviecher. Und da steht schon ein Skelett. Also gehen wir die andere Seite hoch. Kein Problem. Können auch schlafen gehen. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Aber nö. So. Haben wir... Naja, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Erde bei. Und hier muss ja die Erde dann eh weg. Also hat uns der Creeper sozusagen einen kleinen Gefallen getan. Jetzt mache ich das auch so wie du, Kamikaze. Scheißspinne. Ich sehe den Zombie, aber irgendwie interessiert er sich, glaube ich, gerade nicht für uns. Soll mich aber jetzt nicht stören. Dann bauen wir hier natürlich weiter. Sind wir jetzt out of Baumstämme? Haben wir echt gar keine mehr. Nur noch in der anderen Kiste wahrscheinlich. Also erstmal den Kram hier ablegen. Das Holzschwert kann auch da rein, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal pennen. Wir werden jetzt hier die Baumstämme mal mitnehmen. Da sind auch noch Steine drin, also Steine haben wir auch genug. Gehen dann schlafen. Und es ist auch langsam Zeit, die Folge zu beenden, meine Freunde. Auf jeden Fall töten wir hier noch ein Skelett. Warum spawnen die denn immer direkt hier vor der Tür? Das gibt's doch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön Silvester. Trinkt nicht so viel. Trinkt immer am besten nur Milch. Oder Wasser. Oder beides. Milchwasser. Yeah. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute fürs neue Jahr. Haltet eure Vorsätze ein. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Mit ganz viel neuer Action, ganz vielen neuen Projekten.
nicht nur Minecraft, das ist ja jetzt nicht das einzige Projekt. Auf jeden Fall steht einiges auf dem Plan und es wird bestimmt lustig. Ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht durch und nicht aus. Bis denne, macht's gut und ciao, Zen.